Beim Web-Export definieren wir, wie üblich, zuerst einen Bereich, den wir exportieren möchten. Neu ist, unter Panorama können wir den neuen Viewer mit dem planaren Panoramen auswählen. Die bisherige Darstellung mit den Bubble Views steht nach wie vor zur Verfügung. Die Bubble Views benötigen jedoch Flash für die Darstellung und können daher nicht auf Mobilgeräten betrachtet werden. Nach der Berechnung öffnen Sie mit einem Doppelklick das berechnete Projekt und es öffnet sich der Webbrowser. Auf der linken Seite ist das Projekt in der Darauf-Ansicht samt den Scannerpositionen dargestellt. Das Zoom ist nun deutlich fließender. Hier sehen Sie die neue Planaransicht, in die Sie sehr tief hineinzoomen können und sehen können, wie detailliert die Darstellung ist. In den Grundrissen haben wir die Möglichkeit, direkt in diesen Maßen aufzunehmen. Dazu wählen wir die entsprechenden Punkte für Distanzmessungen oder definieren eine Fläche, um deren Inhalt in Quadratmeter anzeigen zu lassen. PointCab. All point clouds, one software.